Quack, quack. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und ich zeige euch heute, wie man Mods installiert in Satisfactory. Dazu gehen wir erstmal in einen Browser rein und wählen fixit.app. Die URL dazu schreibe ich euch natürlich wie immer unten in die Infobox. Auf der Seite angekommen, sieht ganz schön aus, gibt hier so ein bisschen Infos von aktuellen Mods, eine Community mit einem Discord, die offizielle Webseite ist verlinkt und hier oben, ganz groß, direkt das erste, ist der Mod-Manager. Einmal draufklicken und das Ding wird runtergeladen. Beziehungsweise er fragt mich danach, ich habe das gerade schon mal gemacht, deswegen können wir das einmal wegtun. So, wenn wir das installieren, meckert Windows einmal kurz, vielleicht meckert Windows. Ja, einfach installieren ins Vorgabeverzeichnis. Ja, bei mir überschreibt er das jetzt einmal und direkt ausführen lassen. So, mit ein bisschen Glück kommt das Ding auch. Das dauert jetzt ein bisschen, der lädt noch und dann haben wir sowas. Ich habe hier, das ist die Oberfläche von dem Ganzen. Kann hier ein paar Einstellungen machen, stehen, welche Version man nutzen möchte, wie das mit Profilen aussieht. Die kann man exportieren, importieren. Profile erkläre ich euch gleich und so weiter. Das sind so hier die verschiedenen Sachen, die man einstellen kann. Er sagt mir hier Mod Manager 293. Mod Launcher, ja. Okay. Mod Manager, Mod Launcher sind unterschiedliche Sachen. So. Wenn wir das haben, haben wir hier die Möglichkeit, Profile auszuwählen. Weil, wie man sieht, in dem Profil sind schon ein paar Sachen drin. Sogar ein paar Sachen, die nicht mehr funktionieren. Deswegen gehen wir hin. Wir legen uns mal ein neues Profil an. Das nennen wir Sven's Factory. Mit großem F. Wir wollen uns ja treu bleiben. So, das könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Copy Current Profile braucht ihr nur dann, wenn ihr sagt, okay, ich habe hier eine Basis, das sind die Mods, die ich immer haben möchte. Ich möchte aber jetzt nochmal was Zusätzliches probieren. Dann werden die Sachen schon mal übernommen. Ihr könnt weiteres reinmachen, aber eure Basis wird nichts verändert oder sowas. So, dann sagen wir Create. Und wir sehen erstmal nichts. Jetzt kann ich hingehen, mir alle kompatiblen oder alle anzeigen lassen. Favoriten, das sind die, die ich mir mal gemerkt habe. Aber wir sagen mal, wir wollen alle kompatiblen anzeigen. Dann sind schon mal die Sachen raus, die mit unserer Version, die wir installiert haben, nichts zu tun haben und nicht funktionieren. Ich möchte gerne hier drin haben Refined Power. Die möchte ich mir gerne mal angucken, die Mod. Stimmt, wichtig ist, erst hier oben Mods überhaupt enablen. Dann kann ich hier draufklicken oder ich klicke hier drauf und kriege sofort nochmal eine Übersicht, was hat denn diese Mod alles, was kann man da machen, ganze Menge Zeugs mit Screenshots, Informationen, hier nochmal die ganzen Sachen, die da drin sind, beziehungsweise hier unten, wer es supportet hat, also vielen Dank an die Leute nochmal und so weiter. Wenn ich dann entweder hier Install Mod sage oder diesen Download-File. Dann wird der Spaß eben installiert. Sucht jetzt nach der besten Version dafür. Installiert das dann. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch was zu tun hat oder. Wir warten mal kurz, bis das installiert ist. Ah, fertig. Gut, dass ich es gesagt habe. Wunderbar. So, damit hätten wir das. Ich habe mir so ein paar ausgesucht. Another Counter wollte ich gerne drin haben. Der zählt uns einfach die Teile durch, die wir haben. Und es ist auch praktischerweise ein Limiter dabei. Das heißt, wir könnten ganz klar sagen, hier dürfen nicht mehr als x Teile durch, egal wie viel da hinten ankommt. Dann haben wir den Conveyor Belt Mark 6.
Der ist ein bisschen voll, aber wenn ich sowieso... Oh, wir haben Covered Conveyor Belts und die Wallholes, die nehmen wir da auch mal mit rein. Vielleicht kann man damit ein bisschen schöner arbeiten. Das sind dann immer so kleine Sachen, die vielleicht für bestimmte Designs besser sind. Man kann damit viel Zeug machen. So, dann haben wir... warum habe ich denn zweimal sowas? Weil ich habe eigentlich auch noch den da drin. Achso, den hat er mitgenommen wegen... Ah, okay, verstehe. Perfect Circles hatte ich noch mit drin. Damit können wir schön rund bauen. Wir uns nicht wieder darauf verlassen, dass man das irgendwie mit... Man setzt sich da hin, machen kann. Und Waterpools. Aber ich glaube, in der Verbindung könnten wir auch direkt schon mal die extremen Wasserpumpen uns angucken. Und so einfach ist es, die Sachen zu installieren. Das ist jetzt in unserem Profil hinterlegt. Also, wenn ich hier gucke, wir haben jetzt 11 Stück angeschaltet. Wechsle ich auf mein anderes Profil. Da müssten jetzt, glaube ich, 15 stehen. Er sagt mir jetzt natürlich, 4 sind hier nicht in Ordnung, aber Disable Broken. So. Oh, er hat sich ein bisschen was runterzuladen. Aber es geht Gott sei Dank relativ zügig. Ja, wir sehen uns wieder, wenn das fertig ist. So, da ist er mit dem Download auch durch. Und wir haben jetzt in dem anderen Profil 4 Stück drin. Also 13 installiert. Wenn ich hier rüber wechsle auf den Kollegen, dann macht er das wieder. Dann müsste ich 8 installiert haben und 11 enabled. Das irgendwie wild ist. Nehmen wir die mal raus. 11 enabled. Also das sind die Favoriten. Und 8 installiert. Genau. Das sind dann halt die Mod-Packs dann an der Stelle und hier unten als installiert ist die einzelnen Mods. Wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich jetzt machen möchte in meinem Tutorial oder in meiner Spielwelt, dann sage ich einfach, ich möchte... Okay, der sagt sogar, hier ist noch eine, die nicht ganz funktioniert, wahrscheinlich hier unten. Okay. Gut, dann nehmen wir sie raus, ne? Ja. Dann launchen wir mal. Ich sitze nicht. Wunderbar. Machen wir mal einen zweiten Versuch, ne? Wir nennen es einfach ein kleines Upsi. Okay, wir haben eine Mod da drin, die er gar nicht mag. Was nehmen wir denn raus? Was hatte ich denn gerade nicht drin? Conveyor Holes hatte ich nicht drin und die Wasserpumpe hatte ich nicht drin. Lassen wir das mal. So, wir starten das Spiel. Klicken darauf. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Sonst wird es albern. Das sieht deutlich besser aus. Okay, eine von den Mods ist definitiv nicht in Ordnung. Okay, jetzt haben wir Adrian Wall. Weiß jetzt nicht, von welcher Mod das kommt. Steht es da irgendwie? Oh cool, irgendwann hat man mittendrin im Text auch die Shift-Taste entdeckt. Finde ich toll. Gehen wir mal auf Refined Power. Hier haben wir jetzt jede Menge Zeug. Ja, also klar, weil wir hier schon alles freigeschaltet haben in diesem Save-Game, haben wir jetzt quasi alles schon da, was es an Sachen gibt. Gehen einmal hier drüber, damit das Ganze neu verschwindet. Nuclear Heater. Automated Biomass. Das wäre ja sowas, womit man hier anfangen kann. Da kann man auf einmal in einen Biomasse-Generator der gar nicht mehr so schlecht aussieht, kann Biomasse automatisch reinfahren lassen. Das heißt, wir haben eine frühere Form der Automatisierung.
Das ist ja schon mal ganz nett. Vergleichen wir mal mit unserem aktuellen. Den stellen wir mal daneben. Wie ist denn das bei dem? Na, er ist ein bisschen größer, das sehen wir schon mal. Passt irgendwie anders auf das Raster, aber egal. So. Und wenn wir uns den hier angucken, der, also beide machen 30 Megawatt, aber hier können wir immerhin ein Band anschließen. So. Wenn wir dann weiter gucken, bei Refine Power, haben wir die Möglichkeit, das Ganze mit Windenergie zu machen. Schließen wir mal hier an, dann setzen wir auch mal den dran und den dran. Und wir können sehen, es kommt Wind und wir kriegen Strom. Dann können sie ausschalten. Also, das sieht ja schon mal ganz nett aus. Ja, einmal hier auch durchgehen, was ich denn jetzt an neuen Sachen habe. Was ist ein Modular Water? Die sind recht groß. Kann ich jetzt zwei nebeneinander packen? Oder was heißt Modular? Okay. Sehr interessant. Okay, das ist mein Wasser da drin. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach schön, wunderbar meine Wasserextraktoren drauf machen. Sogar so schön, dass ich das pro kann ich genau einen draufsetzen. Sehr schön. Der ist klein. Wie sieht das bei dem aus? Da müsste ja auch so ein Extraktor drauf gehen. Ja, der wird auch passen. Aber ich habe sie halt immer umrandet. Aber so habe ich die Möglichkeit, hier mein Wasser mir zu erschummeln letztendlich. Aber muss im tiefen Wasser platziert werden. Okay, er setzt das Ding sogar. Wunderbar. Beste Mod ever. So, beim Strom hat sich, glaube ich, nicht viel getan. Logistik, wir haben hier unseren Counter, unsere Conveyor Belts und unseren Limiter. Wollen wir uns mal angucken. Gott verdammt. Der hängt ein bisschen in der Luft. Okay, und wir können hier sagen, was wir für ein Limit haben wollen. Also, ich sag mal, wenn wir 120 Teile reingehen lassen, können wir auch, na komm, 120 wieder, ne, nur 100 rausgehen lassen. Pack mal eben hier ein, haben wir so, Organisation, Lagercontainer hinten dran. Ja, so rum. Gehen wir doch hin, oder? So, und da packen wir mal, da packen wir den mal rein. Ja komm, die können wir alle hier rein. Er zählt jetzt. Man sieht, dass da etwas weniger ankommt. Und wir können ja hier praktischerweise jetzt auch. Ah, okay, den muss man separat setzen. Dann machen wir das doch mal eben. Setzen wir hier hin. Da geht's raus. Okay. Mache jetzt hier kein großes Tutorial, wie die Sachen funktionieren, sondern wir gucken uns einfach nur mal an, wie es denn läuft. So, er packt da jetzt theoretisch 100 raus, hoffe ich. Er ist auf 100 eingestellt. Und er müsste jetzt eigentlich zählen. Hätte ich jetzt behauptet. Sieht ein bisschen blöd aus. Ist der, okay, der ist bei 57. Scheinbar müssen die eine Minute laufen und dann kriegen sie raus, wie viel es ist. Das ist ein wunderbares, das sieht wunderbar aus. Okay.
Das funktioniert auch. Bei den Fahrzeugen dürften wir nichts haben. Fundamente. Perfect Circle. Gucken wir uns jetzt mal an und sagen einmal. Ja, wunderbar. Schon haben wir super einen Kreis. Oh, das hätte mir so viel Zeit erspart beim Weihnachtsbaum. Und hier einmal weg. Gucken wir uns nochmal an. Habe ich denn hier die Möglichkeit, jetzt zu sagen, wie groß das sein soll? Hat verstecken wollen wir gerade nicht. Okay. Bauen, Hologramm drehen. Nein. Baumenü, okay. Schließen. Ja. Das ist, der kann scheinbar eine Größe und damit ist gut. Ah, okay. Da haben wir es jetzt. Er sagt 100, er sagt 101. Einer von beiden kann nicht zählen. Ja, hier sagt er 100. Sehr schön. Wände, ja, da haben wir jetzt gerade nichts. Was? Und Refine Power. Das kommt auch so ungefähr hin, mit dem, was ich da hingemacht habe. Wir haben uns die Kreise angeguckt, wir haben den... Das Einzige, was wir jetzt nicht gebaut haben, war ein schnelles Förderband. Wir hatten doch hier irgendwo eine Bahnstation, die ist da hinten. Gingen wir eben darüber. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Jetzt müssten wir das eigentlich beschleunigen können. So. Hier laufen Sachen von A nach B. So, und wir sehen... Das ist ein bisschen extrem schnell. Ah, hier haben wir einen schönen Vergleich zwischen oben und unten. Also so schön ist der Vergleich auch wirklich nicht, aber komm, so haben wir das. So. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns genauer an, was die Refine Power Mod kann. Und nutzen das quasi für einen Start von Season 2. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Denkt an die Rubber Duckies. Tschüss.